Liebe Lovita. Der hat deine Mama mal. Sag mal. Signiert das nicht. Hier mal. Ein Fuchs. Richtig. Noch ein Messer. Noch ein Messer. Es geht darum, diesen Raum hier aufzuräumen. Schenke quasi meinen ganzen Trödelblei. 60 Kisten für ein Appel und ein Ei. Ich werde den jetzt für 250 Euro anbieten. Einfach nur weg, damit ich wieder Platz habe. Ein großes Teil habe ich ja behalten, diesen Wasserspeicher. Mal sehen, was ich daraus machen kann, ob ich damit den Verlust ausgleichen kann. Jo, das haben wir. Naja, für fast geschenkt. Nehmen sie es wahrscheinlich. Schauen wir mal. Wenn sie später und dann holen sie es wahrscheinlich ab. Ja. Zeit für ein Frühstück. Und ich mache heute wieder Kaffee. Also der Sternengarten hier nach Wettbrechstraße. Ich habe jetzt, aber die haben wenigstens eine Warteliste, weil ich gemeint habe, wir haben Platz. Also es ist jetzt über nicht sofort, sondern langfristig gesehen wollen wir halt schon gerne wechseln. Mama, die Milch. Ja, langfristig gesehen wollen wir halt wechseln. Ja. Das ja dann auch trocken werden. Sitzt du so nicht, Mama? Ja. Ja. Und? Aber bei uns wäre es ja eigentlich praktischer, wenn wir zum Sommer suchen, weil das Baby ja im Sommer erst ein Jahr alt wird, weißt du? Wenn dann die Kinder wieder in die Schule kommen. Sie meinte aber, meistens klappt es schon und die versuchen da auch den Eltern gut entgegenzukommen. Aber die sind halt, ist halt ein Kinderladen und keine große Kita. Ja, da habe ich jetzt erstmal das gar nicht aufgesetzt und die melden sich dann, wenn es nicht irgendwas ergibt. Ansonsten finde ich leider keine ansprechende Kita. Mama, ist die Weg zum Fertig? Ist alles. Ja, wenn ich mir manche andere Kinderläden angucke, wenn die Kinder da auf dem Boden liegen, vor dem Laden in Hunde, Scheiße, Pisse da irgendwie, weißt du? Das ist so widerlich. Jetzt hat es aufgehört. So, Leute. Wer ist das? Ich bin der Schlieren. Ich mag heute aber auch eine Zuckerlinge. Ich habe schon Zucker reingemacht, Linnen. Hast du doch gesehen? Mein Sohn ist einfach abgehauen von der Schule, wieso denn das? Jetzt habe ich auch schon nicht gehört. Wenn ich seit zwei Stunden jetzt schon war und absolut nichts gemacht habe, also wirklich gar nichts, ich saß jetzt nur rum, da habe ich mit meinen zwei Leuten, die da sind, unterhalten. Wir sind ja nur zu dritt da jetzt gewesen. Aber wo sind denn die anderen Schüler? In der Bülow. Ja, was macht ihr? Darfst du einfach gehen? Das ist Arbeitszeit. Das ist nur die Frage. Der Chef interessiert sich. Okay. So, also, ich saß da, rede mit meiner Klassenlehrerin, sagt sie auch, ey, ich finde es jetzt vollkommen unnötig, jetzt hierher gekommen zu sein, wenn ich jetzt schon hier zwei Stunden rumsitze. Nächsten Block weiß ich auch, dass wir nichts machen, weil wir haben ja auch mit ihnen und sie haben ja nichts vorbereitet, haben sie ja gerade selber gesagt und wissen nicht, was sie mit uns machen sollen. So, dann sitze ich doch jetzt hier nicht weiter rum und in der Zeit, wo ich längst lernen könnte oder sonst was. Ja, und was hat sie gesagt? Hat sie gesagt, ja, naja, dann musst du es halt so machen. Das ist mir eigentlich aber auch egal. Was sind das für Lehrerpersonal heutzutage? Es werden keine Fehlzeiten mehr eingetragen, weil die Zeugnisse sind schon geschrieben. Was ist das für ein Quatsch? Ist alles geschrieben, alles fertig, du brauchst nichts mehr machen. Na, ist das in Ordnung? Hast du dich abgemeldet? Oder ich habe mich bei meiner Klassenlehrerin abgemeldet damit. Ich habe bei ihr Schiss gesagt gehabt. Also ich bin jetzt abgemeldet. Nicht, dass du Ärger kriegst. Nee, das nicht. Deswegen. Also ich habe ja gesagt, was ich jetzt machen werde und deswegen. Das ist alles okay. Ja. Ich
kennst, dass das ist ja eigentlich Arbeitszeit auch kennst. Das ja, eigentlich müsste ich so gesagt im Betrieb, denn ja, genau, wenn ich jetzt nicht bis 13 Uhr in der Schule gewesen wäre. So, aber da ist mein Chef nicht interessiert und ich normalerweise noch sagen könnte, ja, dann gib mir halt jetzt Urlaub. Das ist mir eigentlich auch relativ schnuppe. Er gibt dir Urlaub? Ich habe mir Urlaub jetzt genommen gehabt die Woche. Achso, du hast Urlaub. Die letzten drei Tage habe ich mir Urlaub genommen wegen Lernen. Und Montag habe ich mich auch freischreiben lassen. Das ist dann der eine Tag, den ich eben für die Prüfung habe zum Freimachen. Ja gut, aber dann hast du ja eh frei für die Prüfung. Naja, das ist ja der eine Tag, der mir zusteht. Yay! Ja, und den habe ich mir für Montag genommen. Vor der Prüfung. Okay. Was nächste Woche schon? Hat ihr unsere Prüfung? Was für eine Prüfung überhaupt? Abschlussprüfung für seine Arbeit. Wo ist er dann? Tja, das wissen wir noch nicht. Ist er fertig? Wenn. Ja. Wenn ihr überhaupt bestanden habt. Mal gucken. Mit dem SPF? Weißt du zu? Weiß ich nicht, sonderpädagogischer Förderung. So, ich habe es auch zum ersten Mal seit Lumen gehört. Man setzt sich damit sowas sonst nie auseinander. SPFÖ. Ja, das ist irgendwie so, dass sie dann in der Schule Unterstützung bekommt von jemandem. Ne, kenne ich. Hatte ich in der Oberschule einen gehabt. Der dann mit deiner Klasse war? Nö, er kam halt da. Also ich war jetzt nicht meine Klasse gewesen, aber hast halt trotzdem alles mitbekommen. Er war auch ein Autist so, aber der konnte mit gar keinem reden. So absolut gar nicht. So außer halt mit seiner Betreuerin da, weil die Kinder ja schon seit. Weiß ich nicht, Mann. Ja, die sollen ja auch für alle Kinder sein, damit nicht alle, damit die Kinder nicht so sehen, aber das ist jetzt nur der, sondern die helfen und anziehen und gucken, wenn sich irgendeine Situation so umschwenkt oder irgendwas, dann müssen die halt eingreifen. Dafür sind die halt da, ne? Um das Kind dann zu begleiten. Das kann halt ein Lehrer nicht. Der hat die anderen Kinder auch. Der hat die anderen, der kann sich dann um nicht alle Kinder kurz rausgehen oder. Ja, und das hat die ja dann bei ihm da auch gemacht. Und war halt einfach nur die Unterstützung. Für die Lehrerin, für den Schüler persönlich. Genau. Genau. Weil guck dir mal Lumen an, wenn die irgendwas machen soll, was sie nicht will, dann liegt die unter dem Tisch und schreit. Was soll die Lehrerin dann machen? Da ist die Klasse denn. Da ist dann halt die Betreuerin da und muss dann halt einmal nach Hand nehmen und rausziehen. Die nimmt dann Lumen mit oder beruhigt sie und die Lehrerin kann ihren die Klasse weiter unterrichten. Dann zusammen vielleicht irgendwelche Spiele. Ja, um sie zu beruhigen, dann irgendwas. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert, ganz ehrlich. Mit der Schule, denke ich generell. Ja. Ich auch. Wir waren Bowling spielen, wann war das Montag? Lumen hat ungelogen, also sie hat auch Kugeln geworfen. Ja, natürlich, sie hat die Kugeln geworfen, so schnell wie möglich, um wieder zurückzukommen zu ihren sortierten Bowlingkugeln. Die dann auf dieser Ablage liegen. Da, wenn die Kugeln wieder so rauskommen, da hat sie alle Kugeln sortiert nach Farben. Und wenn andere Kinder da auch eine Kugel haben wollten, weil ja auf der anderen Seite war eine andere Kindergruppe, sie hat die alle so festgehalten. Und hat die angeschoben. Angeguckt und so, wenn die eine nie wollten, dann so. Dann hat sie mich angeguckt. Wie kann das sein? Warum hat der eine genommen? Die war richtig geschockt, wenn die Kinder. Verstehe sauer. Aus der Reihe auch einfach eine rausgenommen haben und nicht nach der Reihenfolge. Und ihre gelbe Kugel war dann auch immer weg, da war sie auch richtig sauer. Da war sie richtig sauer, als ich die gelbe Kugel. Weil die gelbe Kugel haben wir an der Information, an diesem Schalter natürlich für uns. Ich gebe ihm mal die gelbe Kugel. Das war natürlich das war dann unsere gelbe Kugel. Nee. Ja. Und dann hat einer von dieser komischen Gruppe, die unidentifizierbaren Kinder, hat diese gelbe, haben dann diese gelbe Kugel genommen. Wie kann das sein? Wie können die mir die Kugel wegnehmen? Wie sie geguckt hat, ey, die war so sauer. Hat so richtig Tötungsblick gehabt. Ne, hat die wahrscheinlich. Die war richtig. Ja, die Bahn lang geschubst. Mit gelber Kugel. So. Hat sie die so festgehalten und dann war sie dran. Und dann wusste sie nicht, welche Kugel sie nehmen sollte. Genommen. Und dann ist sie schnell hingerannt und hat die fallen lassen und wieder zurück. Meine Kugel. Wie so eine Glucke. Und dann hat sie da ewig gewartet, bis die gelbe rauskam, obwohl wir noch andere in der 6er Größe hatten. Ja, aber das war eine Farbkombo. Das war rot, grün, 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 gelb, rot, grün, 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 rot. Dann haben wir gesagt, Lumen, nimm einfach irgendeine Kugel und mach einfach. Ja, das so lang gedauert. Und sie hat immer schon geguckt, ob die gelbe jetzt doch gleich vielleicht wieder rauskommt. Ne? Dann ist sie mit dieser grünen losgelaufen und dann kam aber gerade die gelbe. Dann hat sie die doch wieder hingeschmissen und die gelbe genommen. Ne? Und das Schlimmste war, dass eine blaue mit dabei war.
Die hat nicht gepasst in die Farbreihenfolge. Also in der Farbreihenfolge? Die hat nirgendwo reingepasst. Die konntest du ja mal nicht. Da war die hat sie dann immer rübergepackt zu den anderen. Die Kindern. Hat sie den anderen immer eben. Das war witzig. Ey, das hat so lange. Wir waren 2 Stunden da und ich glaube, wir haben 1,5 Spiele gespielt oder so. Oder? 2? Wir haben 3 Spiele gemacht. Wir haben 3 Spiele gemacht? Ja. Das hat auf jeden Fall. Ich meine, wir sind aber nur zu viert gewesen. Das ja, und ich war schnell. Du auch. Oh, und es hat Duty Boy. Man hat 13 gemacht. Ohne Ende, ey. Mit Mizi waren wir nochmal beim Tierarzt hier. Und? Ja, sie hatten echt Angst gehabt, dass er die Tage nicht schafft, die Feiertage. Also sie hat gar nichts mehr gemacht. Sie hat nur noch geschlafen. Dann waren wir dann am deinem Geburtstag waren wir dann beim Tierarzt, weil der ja wieder offen hatte. So wie 2 Kilo. Dünn. Ich meine, sie hat fast 5 vorher gewogen. Ja, gut, und da war sie ja schon immer so eine schmalere Katze. Ne? Jetzt gibt es nur noch 2 Kilo und er meinte, jetzt gibt es nur noch 2 Möglichkeiten. Sie hat gute Blutwerte, also so schöne Nierenwerte, was bei Katzen, wo oft das Problem ist, hat er selten. Aber irgendwas ist ja. Er meinte, das ist das Einzige, was jetzt sein kann, ist der Magen. Entweder sie hat Krebs im Magen, da kann man ein MRT machen und alles würde uns 800 Euro kosten mit der Diagnose, dass sie dann unheilbar krank ist. Meint er, würde er nicht machen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass sie eine ganz schwere Magenentzündung hat. Und das sind die beiden Alternativen. Also, entweder 800 Euro für... Nee, er meinte, würde er nicht machen. Also er gibt dir jetzt Spritzen für diese Magenentzündung. Wenn das hilft, ist es die Magenentzündung. Wenn es nicht hilft, hat sie Krebs. Ja. Und dann wird sie sterben. Dann meinte er, dann muss man sie auch ein bisschen unterstützen. Klang für mich wie einschläfern. Hat er natürlich nicht gesagt. Wir hatten auch die Kinder dabei. Tommy meint immer, nein. Er wollte es nicht hören. Auch, ne? Und naja, letztendlich ging es ihr dann schon am Abend nach der Spritze, kam sie wieder zum Kuscheln und sie bricht immer noch viel. Er hat uns Tabletten gegeben, sie kriegt jetzt Cortison, muss sie jeden Tag 2 Tabletten nehmen. Aber sie bricht immer noch viel, sie ist immer noch wahnsinnig dünn und guck mal, wo ist sie? Na, sie schläft sehr viel, also fit ist sie wirklich nicht. Mal gucken, ne? Wir machen jetzt das Beste draus. Ja. Mal gucken, wie lange sie noch bei uns ist. Auf jeden Fall geht es ihr schon besser, weil sie frisst wieder, aber wenig. Aber frisst trotzdem wenigstens. Ja, aber ganz wenig. Also sonst hat sie das ja weggeatmet wie sonst was. Jetzt, aber macht ihr morgens und abends eine Tüte rein. Frisch. Und sie ist davon. Sie leckt so die Flüssigkeit immer nur so runter. Ist die Nahrung ist hier irgendwie nicht so, oder? Nee, die ist ganz wenig. Die ist wirklich... Die sieht so dünn aus. Mal gucken. Da hängt sie ja in der Katze. Ein kleiner Miezi. Hm? Ja, gerade ein Miezi. Ja, manche hängen sie ja an ihr. Ich bin skeptisch. Ich möchte das nicht hören. Aber vielleicht auch wegen meiner Ausbildung. Ich hatte mit Medizin ein bisschen anderen Bezug. Natürlich will er das nicht hören. Ich meine, er meinte ja auch, eine andere Katze wird es nicht geben. Nee, das kommt dann auch kann ich auch gar keine Zeit dafür aus. Das ist auch echt ekelhaft überall. Das Katze. Ja. Mein Papa ist eigentlich. Ich weiß nicht, wenn man Chips suchen wollte, ist er dann abgehauen. Ja. Ich hätte ja gerade hier übertragen. Ach. Na nun. Schluckt. Das Wetter heute. Jetzt ja, vorhin nicht. Und ich sortiere noch ein bisschen Kram zusammen. Donnerstag, Freitag, irgendwie so dann. Ja. 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 Und sag Bescheid, wie es war. Ist, genau. Wenn sage ich auch einfach nochmal vorher Bescheid. Genau, gib dir trotzdem Mühe. Ja, nicht, dass du sagst, ja, komm wiederholen. Nee, sonst würde ich mich jetzt nicht ransetzen. Genau, versuch das zu schaffen. Ja, ich versuche jetzt das Beste rauszuholen. Genau. Deswegen. So machst du das. Ich schon irgendwie.
hier kommt. Sieht wieder alte Anekdoten.